Und damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen South Park, den Stab der Wahrheit. Zu Englisch, The Stick of Truth. Und ganz ehrlich, ich habe mich so lange daran vorgeweigert, das zu spielen, weil ich einfach mich nicht damit anfreunden konnte. Aber ich bin ja selber ein großer South Park-Fan. Hab die ganzen aktuellen Staffeln noch nicht gesehen, muss ich unbedingt noch nachholen. Aber bevor die rektorale Zerreißprobe kommt, würde ich gerne noch den Stab der Wahrheit hinter mich bringen. Und natürlich selbstverständlich, liebe Jugendschutz und schieß mich tot, wir spielen hier selbstverständlich die geschnittene Version, die es bei Steam erhältlich ist. Und ja, ich habe auch hier die Inhalte zum Herunterladen, habe ich auch welche. Nämlich die Packs, die es bei Steam gibt. Den Fearless und den anderen. Wie heißt das jetzt? Ich weiß jetzt nicht, wie der andere heißt. Ich habe die beiden auf jeden Fall installiert. Und ich werde jetzt ein neues Spiel starten und gucken, was mich in der South Park Welt erlebt. Seid mit dabei. Auch wenn ihr das Spiel schon kennt. Aber jeder spielt anders. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the drow elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. So, und da sind wir auch schon mit in der Charaktereinstellung. Ja, ich hab eher. Komm, machen wir das hier mal. Spray. Wir können ihn sprayen. Okay. Aber ich bleib, lass es lieber so. Weiter. Gut, welchen. So. Mal gucken. Oh, wir haben ganz viel. Oh, wir haben ganz viele Frisuren. Was haben wir denn hier Schönes? Ich brauche eine Frisur, die zu mir passt, die mir ähnlich ist. So. Gott. Oh mein Gott. Nee, bloß nicht. Bloß nicht. Ich hatte doch eine Frisur gefunden. Jawohl. Die ist auch schon mal in Ordnung. Wir nehmen den Braun natürlich. Weil Braun auch meine Haarfarbe ist. Aber ich nehme das Dunkelbraun hier. Komm. So. Was für coole Kleidung tragen wir denn? Ich brauche coole Kleidung. Die soll locker aussehen. Ha. So viel Wald ist hier eigentlich gar nicht. Ach, das können wir auch noch ändern, okay. Ich mag eigentlich blau viel mehr, oder? Sekundär. Ach, die Hose kann man auch ändern, okay. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, ich ändere mal hier die Farben. Primär. Das ist braun. Etwas, eine etwas lockere Farbe. Na komm. Und sekundär. Nee, keine. Eine Jeansfarbe bräuchte ich hier. Und die gibt es ja offenbar nicht. Ja, komm. Weißt du was? Mach ein bisschen dunkle Hose. Und gehen weiter. So, wie schauen wir denn aus? Was haben wir für ein schönes Gesicht? Oh,
nee, bloß nicht. Wir sind ein gefährlicher Kerl mit der Narbe im Gesicht. Oder wir sind Emo. Nein. Ja, weißt du was, wir lassen das hier mit dem Narben, mit der... Ich habe zwar keine Narbe im, über den Augen, aber ich habe eine Narbe unter den Augen. So, so etwas ähnliches, aber das ist von dem Spiel, aber nicht so. Mir gefällt ja das ein bisschen. Ansonsten sieht alles sehr echt aus, bis auf die Narbe hier. Aber egal. So, tragen wir eine Brille. Eine Brille aus Coolness halt. Ich mag Brille, die cool aussehen, aber nee. Wir lassen ihn mal ohne Brille. Und wir sind fertig. Auf geht's. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Ja, wir lieben dich auch. Neue Quest, der neue in der Stadt. Einfach an einem Smartphone herumtippen. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Tür und Welt, dazu öffnen Objekte, Leertaste. Ah, okay. Okay, 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 okay. Oh, rechte Maustaste ist pupsen, okay. Kann ich hier was machen? Nee, kann ich nicht. Okay. Aha. Oh, Geld, Baseballkarte. Hat wohl jemand hier verloren, was? Ah, okay, so kommt man also von vorne. Ah. Upsala. Oh Gott, dieses Furzen, das wird mich jetzt schon nerven, glaube ich. So, das werde ich auch nicht tun, ey. So. Ach, Leertaste war das, ne? Ja, genau, Leertaste war das. So, machen wir uns mal ein bisschen hier umschauen. Mist zu. Ah, das ist ein Zimmer, das offen ist. Alles nehmen. Nehmen wir mal mit. Ernsthaft? Die Hose hat ja noch gar nicht mal ausgezogen. Ah, komm schon. Ja. Moment mal. Okay. Was? Nee, das können wir echt mitnehmen. Das ist ja furchtbar. Oh Gott. Ja. Hand würde ich gerne waschen. Lalala. Ich gehe duschen. Hui, macht das Spaß. Okay. Okay, ich hoffe, das Spiel wird nicht so, wie ich es denke. So, was haben wir denn hier Schönes? Erstmal am Telefon tippen.
Okay, komme ich nicht rein. Mitten am Umziehen, weißt du? Aber jetzt mal vom Smartphone hier in der Küche stehen. Gesundheitstrank. Go on outside, sweetie. Go look around the neighborhood. Go on outside. Go look around the neighborhood. Sweetie, we talked about that. Kann ich sie schlagen? You are this close to a timeout. That isn't nice, sweetie. No, no. That isn't nice, sweetie. You are this close to a timeout. Sorry. Oh Gott, wie bekloppt ist das denn? Nimm ich mit. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ist ja schon gut. Meine Güte. Will you go out and be a kid for Christ's sake? Der hat mich ausgesperrt, der blöde Vater. Was ist das denn für ein... Dir wurde eine Quest abgetragen. Drück hier auch, um die Questübersicht zu öffnen. Okay. Das ist auf meinem Facebook. Super. Was haben wir hier Schönes? Können wir hier irgendwas machen? Nein, offenbar nicht. Wir können nichts machen. Ein Schneemann. Ich bin ein kleiner Junge. Ich bin ein kleiner, gestörter Junge. Warte mal, da ist doch eine Tasche hinten. Wo tasche ich mich? Okay. Offenbar kann ich da nicht hin. You shall die by my Warhammer, Drow Elf. I banish thee to the forest realm. That way I banish you first. Aha, you can't hold out much longer. Help, sir. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. What? Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Du hast einen neuen Freund. Yeah, wir haben Butters. Unser Name war Butters. Ja, toll. Okay, klicke auf die Homepage, auf den Reiter mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Okay. Ach, wir haben eine Starte. Wir haben eine Karte von dem South Park. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. La la la. Folge Butters. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? You like Colorado? Why are you wearing your hair like that? Butters. Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Okay. Oh, who's your new friend, not dead. Right? Shut up, Mom. Not now. Jeez! Hello, Miss Cartman. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Oh! Oh, das gefällt dir, was? Ja, nimm das. Das ist so geil. Oh, herrlich. Cartmans Garagenschlüssel. Jawohl. Herrlich. Don't talk to her. She's not part of the game. Ich mache den Fernseher aus. Och, das ist jetzt schon herrlich. Das gefällt mir, glaube ich, jetzt schon. Göttlich. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kenny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Yay, Prinzessin Zelda! Super! Oh, göttlich, ich will mich ein bisschen umschauen, wenn es geht. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Ah, ja, okay. Pool of Vision. Hä? Narzisse! Oh, Blumen für die Königin. Okay.
Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Ah, warte mal. Hier ist das, der China-Imbiss und das ist der Japan-Imbiss. Ich erinnere mich an das Abenteuer, ja, ja. Cool. Ach, ist das schön. Meow. 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 My loyalty is as incurable as my diabetes. Oder? Like my diabetes. The power of diabetes is both a gift and a curse. But mostly a curse. The Grand Wizard will hold snacks if we talk off script. Stick to your lines. No talking, Scott. The power of diabetes is the Grand Wizard will hold snacks if we talk off script. Stick to your lines. No talking, Scott. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. That's the line the Grand Wizard gave me. Sorry, but the Grand Wizard told me to stick to the script. That's the line the Grand... Sorry, but the Grand Wizard told me to stick to the script. Echt jetzt? Schau mich ein bisschen hier um. Ah, you have located the training area, where our massive army learns to fight. Bam. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. Hallo, Prinzessin Kenny. Hä? Ah, ja, ach, der gibt es automatisch. Ja, sehr gut, Madame. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Okay, wie heißen wir denn? Ja, ich würde sagen, wir heißen... Ich bin gerade am überlegen, welchen Namen ich gebe. Das muss typisch South Park-mäßig sein. Nein, Quatsch. So gemein bin ich nicht. Ach komm. Mein Name. You entered Douchebag, is that correct? Nein. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. Ach, jetzt können wir auch... Okay. Kämpfer. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Oh, komm. Juden sind doch nicht so schlimm. Aber der Outfit ist echt gut. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. Ich würde ja schon gerne eher den Magier nehmen, aber... A mage is like a wizard, only not as cool. Ich muss sagen, sie haben das alles sehr, sehr gut dargestellt. Vor allem den Juden, das haben die echt sehr gut hingestellt. A fighter has courage, honor and the ability to kick fucking ass. Na komm, sind wir den Kämpfer. Ich möchte gerne kämpfen. Ja. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Okay. Kauf eine Waffe von Clyde. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Tipps und Gerüchte? Don't waste your money on tips and rumors. Super. Waffen, was haben wir da? Klinge des Kriegers. Ach du Schande. Vorschau. But don't let it bother you that there's a game to be played. Ah, a lovely purchase. Ah, eine gute Wahl. Bestimmt eine sehr, sehr gute Wahl. KKK-Handschuhe. KKK. Kahnhelm. Feinheiten. Cartman-Resthaare. Okay. Noch alles gesperrt. Ja. Ich habe meine Waffe gekauft. Was jetzt? New kid has checked out everything in my backyard. Hardcore gamer. Wow. So, wir haben jetzt eine Waffe. Anlegen. Was haben wir hier? Erkenntnis eines Kämpfers. Rüstung des Kämpfers. Abwehrsturm des Kämpfers. Hä? Schwarzer Blendschutz. Okay.
Okay. Na gut. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Na gut. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Okay. Blocken. Klicke mit der linken Maustaste auf die Aktion auszuwählen und dann blicke mit der linken ans Ziel. Alles klar. That all you got? Oh my god, it's butters all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. Ah! Try again. Focus right before you strike. Okay, normal. Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der... Okay. Oh! Ah! Oh, hell yeah! Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Alles klar. I dodged that. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Na gut. Dick. If that was a power attack, how come Clyde isn't crying? Let's go! Machtangriff. Wenn sie mal blinkt, mit der rechten. Achso, mit der. Okay. Dick! Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Klick mit der rechten Maustaste, wenn die Anzeige blocken siehst. Leertaste. Prepare yourself. Yeah. No, no, I said protect. Protect your bows. Mit der Klick mal. This does double damage. Hä? No, that's not blocking. That's sucking. Try again. This is unblockable. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Blocken reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden des Angriffs. All right, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Okay. Knochenbrecher. Verprügel deinen Feind mit einem Baseballschläger. Füge bei perfekten Durchführungen zusätzliche Angriffe durch. Come on, fight! Klicke mit der linken Maustaste, um den Ball zu werfen. Und warte mal. Didn't count. Whoa. Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Nochmal. Klicke mit der linken Maustaste, um den Ball zu werfen. Und erneut, um ihn schwierig und zu schwingen. Triff den Ball. Ah! Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Au. Nochmal. Okay, ich habe keine MP mehr. Suck it! Ich hab keine MP mehr, das wäre scheiße. Moment. So. I dodged that. Die! Ah! Au, das hat weh getan. Na komm. You were all like, "Bam!" Clyde was all like, "Nah, nah." Okay, okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent, and I shall let you see the relic. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen zu einer neuen Folge. Ciao.